Sind Sie bereit für den Abzinsungsfaktor? Ja. Was war der Aufzinsungsfaktor? Das war unsere Zeitmaschine in die Zukunft. Der Abzinsungsfaktor macht es umgekehrt. Umgekehrte Dynamik. Die Zukunft wird zur Gegenwart gemacht. Das heißt, die Frage lautet jetzt, wie viel sind 1000 Euro? Die ich in 5 Jahren erhalte, heute wert. Wir machen die Bei Zukunft zur Gegenwart bei 10%. Das ist die Angabe, die wir natürlich immer brauchen, sonst können wir die Frage nicht beantworten. Wir nehmen wieder an 10%. Das ist ein Wert, der wird uns in der Aufgabe angegeben sein, in der Prüfungsfrage. Wie lautet dieser Abziehungsfaktor? Er lautet Q hoch minus n. ja. Bitte notieren. Und dann müsste Q es ja. hoch, bitte notieren. Q hoch minus n. Der einzige Unterschied ist also das Minus zum Aufziehungsfaktor. Sehen Sie das? Aufziehungsfaktor Q hoch n. Abziehungsfaktor Q hoch minus n. Der Müsste. einzige, aber entscheidende Unterschied ist das Minus vor dem Exponenten. Das Ding, was da oben steht, ist der Exponent. Minus steht davor. Und Q hoch minus n ist mathematisch das gleiche wie 1 durch Q hoch n. Ist nur eine andere Schreibweise. Also statt Q hoch minus n kann man auch schreiben 1 durch Q hoch n. Nur, das ist nur eine andere Schreibweise. So, jetzt kommt wieder die Frage, wie setzen wir das technisch um? Wie tippen wir das auf dem Taschenrechner? Also, noch einmal. Und jetzt sehen Sie, warum es wichtig ist, erst den Zinsfaktor zu tippen und dann zu multiplizieren mit dem Zahlenwert. Also, wir tippen 1,1 y hoch x 5 und jetzt kommt die Vorzeichen-Wechseltaste von Plus zu Minus. Gleich und dann mal 1000. 620. Sehr schön. Sehen Sie, warum es sinnvoll ist, erst den Zinsfaktor zu tippen und dann zu multiplizieren mit dem Kapitalwert? Ich sagte, gewöhnen wir uns von Anfang an, erst den Zinsfaktor zu tippen. Ja. Eigentlich heißt es ja 1000 mal 1,1 hoch 5 oder 1000 mal 1,1 hoch minus 5. Ich sage aber, macht es umgekehrt. Tippt erst 1,1 hoch 5 oder 1,1 hoch minus 5 und dann mal 1000. 3 mal 4 ist das gleiche wie 4 mal 3, aber fangt hinten an. Also erst tippen, 1,1, Exponentialtaste, 5, Vorzeichenwechseltaste, 1,1 hoch minus 5, gleich und dann mal 1000. Prinzip klar? Immer erst mit dem Zinsfaktor und dann mal Kapitalwert. Das ist der Grund. Und wenn gleich die Formeln etwas umfangreicher werden, beim Rentenbarwert und Rentenendwertfaktor, wird das noch deutlicher werden, dass es besser ist, es so zu machen. So, dann kommt dann raus, wie viel sind 1000 Euro wert, die ich in 5 Jahren erhalte, heute wert? Wie viel? 26 Euro sind jetzt. Aha, Also minus 620 das. irgendwas. Aber müssen wir jetzt die Differenz Nein, betrachten? nein, 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 nein. Was würde jetzt passieren, wenn wir die 620 Euro irgendwas wieder aufzinsen für 5 Jahre? Dann habe ich 1000 Euro weg. Dann haben wir wieder 1000 Euro. So ist Ja. es. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.